Leute, heute möchte ich euch drei Features vorstellen, die in XDefiant kommen werden, die wir allesamt feiern werden. Das ein oder andere gehört natürlich so ein bisschen zum Standard. Unter anderem auch ein Feature, was unterstützt werden soll, was viele Konsolenspieler gerne nutzen würden, um sich einen Vorteil gegenüber Controllerspielern zu erschleichen, sage ich jetzt mal fast. Es gibt in vielen anderen Spielen oder auch bei mir in Apex gab es oft die Frage, gibt es nicht eine Möglichkeit mit Maus und Tastatur auf Konsole zu spielen? Ich bin da nie ein Freund von gewesen, habe auf solche Kommentare eigentlich immer eher oder auf die Fragen gerne geantwortet. Spiel auf PC, dafür sind PCs da, Maus und Tastatur, hast einen geilen Input, Maus und Tastatur, besseres Movement, schneller Reaktionszeit und so weiter. Aber Ubisoft bringt mit XDefiant ein richtig, richtig geiles Feature, was Konsolenspieler erlaubt, mit Maus und Tastatur zu spielen, aber ihr habt eigene Lobbys. Das heißt, das Spiel erkennt den Input, mit welchem Device ihr quasi spielt, ob Maus und Tastatur oder Controller, und ihr bekommt dann eben nur Maus- und Tastaturspieler auf den Konsolen, die ebenfalls, eben wie ich es gerade schon angesprochen habe, mit Maus und Tastatur spielen, um das Spiel fair zu halten. Das ist Nummer 1, was Ubisoft verspricht. Dann soll XDefiant mit fetten 120 FPS auf den Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und der PlayStation 5 natürlich kommen. PC müssen wir nicht drüber reden. Und das nächste Feature, das sollte natürlich eigentlich selbstverständlich sein für jeden Shooter, der in Zukunft rauskommt. Natürlich ist Crossplay mit am Start. Und das sind die drei Features, die ich euch jetzt vorstellen wollte. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vergesst nicht zu abonnieren, Daumen da zu lassen, zu kommentieren. Und wie gesagt, wenn ihr nichts rund um XDefiant verpassen wollt, abonniert meinen Kanal, würde ich mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.